Die Ausbildung geht von Kampfkunst über Kräuterheilkunde, über ganz viele Lieder und Gedichte auswendig lernen und die ganze alte Geschichte, die in Reimform niedergelegt ist, sogar hier in Deutschland bis 1913. Da gibt es sogar ein Buch, was ich habe, wo Schiller das Vorwort geprägt hat mit ein Hoch auf die Barden, die uns die Geschichtsschreibung erhalten bleiben lassen. Und genau, 1913 haben es dann die Medien übernommen. Und die haben quasi die Musik und die ganze Bardenkultur in einen Bereich zurückgedrängt, dass heute eigentlich die Menschen, wenn sie Musik hören, eigentlich immer nur Unterhaltung damit verbinden. Und Unterhaltung ist was anderes, wie wenn die Musik dient, um die Menschen wieder zu erinnern an etwas, was in ihnen eigentlich in ihrem Herzen lebt. Die Bardenkultur soll die Menschen eigentlich erinnern an ihren eigenen Lebensweg, warum sie überhaupt auf die Erde gekommen sind. Und gleichzeitig ist es wie ein Hohelied an die Schöpfung. Und in dem folgenden Lied wird von einem König gesungen, der seine Mission vergessen hat, dass er eigentlich ein guter König sein wollte. Und der dann eines Abends von einem Barden aufgesucht wurde, der nur eine ganz einfache Melodie gespielt hat und die hat ihn wieder erinnert. Und als der König nach durchwachter Nacht sich bedanken will am nächsten Tag, ist der Barde schon längst wieder über alle Berge. Hört nur, die Barden sind wiedergekommen und bringen euch Lieder und manch neue Lehren. Und vieles, was sie diesem Lande genommen, erklingt durch die Lieder, erfüllt Herz und Kopf immer mehr. Dabei sind die Geschichten, die er zu erzählen vermag, sicher nicht ausgeträumt, noch immer träumen Menschen von einer neuen, besseren Welt. Und Märchen inspirieren die Zukunft dieser Welt. An Rittern und schönen Frauen, von tanzenden und singenden Frauen, von Elfen, Zwergen und Feen, ja, damals konnte sie noch jeder sehen, wie König Artus das Schwert aus dem Felsen zog. Kunibert seine beste Lanze verbog, von manch edlem und manch bösem Mann. Der Barde zog sie alle in seinen Bann. Als er nach einer Weile den Wald erreichte, dämmerte es schon. Die Dunkelheit umfing ihn sanft, von Ferne summte ein Ton. Der Wald war ihm vertraut und als er hörte den Laut, da wurde ihm schon ganz wohl in seiner Haut. Da waren sie auch schon, die Elfen, Zwerge und Feen, und wollten ihn begleiten, eine Weile mit ihm gehen. Spät war es schon, als er sich löste von den Elfen, Zwergen und Feen. Sein Herz war voll von dem neuen Bass. Stadt wurde sichtbar, er beschleunigte die Schritte, er trat aus dem Dunkeln in die erleuchtete Mitte. Der König empfing ihn mit kalter Miene im Palast und sagte mürrisch: Sei heute Abend mein Gast.
unsichtbar. Er verbreitete Ton für Ton den Zauber, der König wurde sonderbar. Er sang von Liebe, Liebe und Tod und höherem Streben. Er sang sein Lied, als ging es um sein eigenes Leben. Der König seufzte Tränen, Liedern über sein Gesicht. Er sah sein ganzes Leben in einem neuen Licht. Eine kleine Melodie, die durch die harte Kruste seiner Seele drang. Da-da-da-da.
weiche Hand, das neues Leben zu uns fand. Ich habe gerade von diesem Schlüsselein gesprochen und davon, dass... Hey Jungs! Hallo! Lied auf Goethe und Schiller bringen, denn man muss sich so vorstellen, wir hatten 800 Jahre Mittelalter, davon waren 400 Jahre die Hochzeit des Mittelalters, sprich es waren unglaublich lichtvolle Zeiten, die ganzen Kathedralen sind entstanden, die Künstler wurden finanziert, es war ein für alle Menschen, also nicht nur für die elitäre Schicht, sondern für alle Menschen war genug da, durch ein Geldsystem, was keinen Zins kannte. Und Brachiaten. Gleichzeitig war es eben auch so, dass das Geistige erblühen konnte. Und dann kamen plötzlich die Römer auf die Idee, Universitäten zu gründen auf deutschem Grunde oder in ganz Europa eigentlich und dort Lateinisch zu lehren. So ist plötzlich das ganze Wissen innerhalb von 400 Jahren gegen Null gegangen, sodass plötzlich wieder das alte dumpfe Auge, Auge, Zahn um Zahn herrschte und der 30-jährige Krieg eigentlich die gesamte Moral in den Boden gestampft hat. Es waren furchtbare Zeiten. Und in dieser dumpfen Zeit kam plötzlich am Ende dieser Situation einige Dichter und Denker auf den Plan, die sich gesagt haben, wir schreiben wieder in Deutsch. Das war eine Unglaublichkeit, dass plötzlich hier in Deutschland Deutsch geschrieben wurde. Nicht Latein oder Französisch dann, das war ja irgendwann auch mal. Und Goethe war ja gleichzeitig noch Architekt und Tausendsasser und Politiker und der hat Zugänge gehabt zu den ganzen Eliten und hat gesagt, wir brauchen Volkstheater. Und hat quasi dann in Weimar das erste Theater bauen lassen und hat seine Stücke und Schillers Stücke aufführen lassen und plötzlich sind innerhalb von 10 Jahren in ganz Deutschland die Volkstheater aus dem Boden gesprossen und dort sind die ganzen Theaterstücke gespielt worden. Und Goethe hat über 10.000 Worte neu geschöpft aus dem Griechischen und hat damit plötzlich eine Sprache zur Verfügung gegeben für die Menschen, sodass man sich ausdrücken konnte, dass wirklich Verständnis entstand. Also dadurch ist Schöpferkraft entstanden, weil jedes Wort ist schöpferisch. Und einer der Brüder Grimm hat ein Lexikon herausgegeben, die goethischen Neuwortschöpfung. Und das hat dazu geführt, dass plötzlich aus diesem dumpfen Schlaf der deutsche Michel wieder erwacht ist und wieder wach dem Leben entgegentreten konnte. Und dann ist eine Hochkultur entstanden, die unglaublich ist. Und ein Aspekt davon ist dann die Suche der romantischen Dichter und Denker beschreiben, dieses Schlüsselin als die Suche des Menschen nach der blauen Blume. Das ist auch ein wunderschönes Bild, weil da entsteht sofort ein Bild, wie du durch den Wald gehst und dich leiten lässt von eigentlich der Natur und allem, was dich umgibt. Und du suchst nach der blauen Blume. Das ist nichts anderes wie, du suchst dich selbst, du suchst nach deinem höheren Anteil, du suchst nach dem verloren gegangenen Schlüsselin. Und da ist auch ein Lied dann entstanden, was ich geschrieben habe, weil es hat, vor 120 Jahren gab es plötzlich die erste Jugendbewegung, die Wandervogelbewegung. Die sind durch ganz Europa marschiert und mit Gitarre vorm Bauch und Hortenpott und Zelt auf dem Rücken und haben in Nord, Süd, Ost, West Lieder kennengelernt, sie nach Deutschland gebracht, sie übersetzt ins Deutsche und so ist ein völlig neues Liedgut entstanden. Und ich habe das sehr genau studiert, als ich selber auch in der Jugendgruppe war, habe ich über 800 Lieder kennengelernt, die ich immer noch im Hinterkopf habe. Genau, und ein Lied, was ich geschrieben habe auf Tournee dann in Thüringen, in einem alten Burg, sind mir plötzlich ein paar Melodien zugeflossen aus den alten Gemäuern. Das geht so. Keinen Sinn. Und ich sprach mit den Menschen hier.
nie Tag ein Tag aus und erkannte, dass ich nicht allein bin. Über die Zeiten dann schloss ich mir manche an, wir gingen abseits vom Pfad und so wurde aus Träumen uns ein neuer Sinn und aus Wünschen uns Wille und Tat. Und wir ziehen nun weiter mit dem Morgen dahin, Sehnsucht im Herzen zum Anbeginn, pflücken die Sterne vom Nachthimmel tief, bei jedem, der mit uns zieht, sein Lebenslied rief. Thank you.
wir ziehen nun weiter mit dem Morgen dahin, mit Sehnsucht im Herzen zum Anbeginn und pflücken die Sterne vom Nachthimmel tief. Bei uns der Gesang der blauen Blume rief. Dass bis 1913 wurde die gesamte Geschichte Europas in Reimform wiedergegeben. Warum ist plötzlich dieser Bruch passiert, dass es nicht mehr weiterging? Das hing damit zusammen, dass plötzlich die Medien auf den Plan gerückt sind. Das erste Radio wurde entwickelt, Fernsehen war plötzlich irgendwann dann auch. Und die Problematik, die damit entstanden ist, dass man plötzlich eigentlich diese Kultur damit abgeschnitten hat. Das ist auch der Grund, warum heute viele nicht mehr verstehen, dass Musik nichts mit Bratwürstel und lauten dagegen Anreden zu tun hat, sondern dass es echt eigentlich etwas ist, wo man sich einfach hingeben kann. Ja? Und das kann man aber keinem anlasten, weil das ist einfach eine Erziehung, die ist jetzt einfach ziemlich weit fortgeschritten schon. Und die Radiomusik hat es ja so perfektioniert, dass man im Prinzip immer nur dasselbe weichgespülte Zeug, 20 Mal am Tag dasselbe Lied, man hört einfach drüber hinweg, weil man auch in dem Text nichts finden kann, was einen irgendwie nährt. Und das ist die Schwierigkeit, die wir heute haben. Deshalb, als ich vor 20 Jahren angetreten bin, oder 22 Jahren, die Neuen Barden zu gründen, habe ich zu meinem Kompagnon gesagt, ich habe heute Nacht geträumt, die Band muss heißen Die Neuen Barden. Dann hat er gesagt, Himmel, Herrgott, da haben wir aber ein schweres Erbe angetreten. Ich denke da nur an Asterix letzte Seite. Und letztlich halt auch daran, dass wenn man eine solche Arbeit machen will und gleichzeitig aber in unvorbereiteten, also mancher Straßenmusiker haben das überall gemacht, ja, sind früher auch in die Konstanzer Kneipen reinmarschiert und haben das Publikum förmlich für uns gewinnen müssen. Ja? Wir wussten genau, das ist eine geistige Sportart. Ja? Wie findest du zu den Herzen der Menschen, die es gar nicht gewohnt sind, dass die Musik irgendwie nicht nur Beiwerk ist. Ja? Und und irgendwann war es dann eben auch so, dass man hat ja dann auch viel Gegenwind durch die Medien zunächst, wenn man nicht verstanden ist. Und da gab es dann einen Kollegen von einem großen Blatt und der hat mich völlig verrissen. Ja? Sowas macht man halt gern. Aber interessant war aber in diesem Zusammenhang, dass dieser Journalist eben kein Journalist war, sondern eigentlich auch ein Künstler. Und so ist das Lied Der Wolf entstanden, wo ein Wolf sich auf die Seite der Jäger schlägt, weil er es nicht wagt, Wolf zu sein. Und viel Spaß mit diesem Lied. Gewagt, ihren eigenen Weg zu gehen. Doch wenn sie einen freien Wolf auf ihrer Traumesfährte sehen, dann werden sie zum bösen Tier und sie jagen ihn dafür, weil etwas sie an den eigenen Traum erinnert hat. Ihren Hunger stillen, doch sie werden niemals satt, weil etwas tief in ihnen drin den Lebensmut begraben hat. Und weil sie innerlich so leer, weil sie dann über jede Heer, die unter Einsatz aller Kraft ein kleines Stück des Wegs geschafft. Und Galle auf sie hin,
Partei. Schlägt auch ins eigene Herz ein großes Loch. Ciao, 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 ciao,
auf die anderen mit, so kann die Liebe neu entstehen. Du darfst vertrauen, du wirst sehen, das Spiel, nicht länger mit. Aus Zynismus wird kein Hit, das Lied der Echtheit ist nun dran. Und jede Frau und jeder Mann wird es singen. Können Kriegen zum Opfer fallen? Nein, erbau im eigenen Herzen den Dom der Liebe mit 1000 Kerzen. Frag zum Nächsten den Baum der Liebe, er treibt schon heute neue Triebe. Bau nicht auf andere und auf morgen, für Frieden dein Leben ohne Sorgen. Und all die Menschen, die um dich sind, sind deine Göttin und Gottes Kind. Du bist im Grunde schon ganz nah. Du brauchst nicht mehr hoffen, brauchst nicht bangen. Du kannst die Liebe frei empfangen. Du bist im Grunde ja schon da. 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 Du bist im Grunde ja schon da. Wir sind 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 im Grunde ja schon da. Solange Reiche noch reicher werden, werden Arme immer ärmer. Solange Reiche mit uns nicht teilen lernen, wird die und die. Ich höre dann immer zu, was die anderen flüstern. Nochmal von vorne. Solange Reiche immer reicher werden, werden Arme immer ärmer. Solange Reiche mit uns nicht teilen lernen, wird die Erde Stück um Stückchen ärmer. Solange der Zins noch die Welt regiert, ständig Geld aus sich selbst gebiert, tritt der Wohlstand aller Menschen ferner, Herzen kälter, Atmosphäre wärmer. Ihr sagt, ihr habt euer Vermögen aus eigener Kraft erlangt. Ich sag euch, dass ihr euer Geld der Arbeit der Armen verdankt. Wie die Schulden machen, zahlen Zinsen direkt an euch Reichen. Genau deshalb muss der Staat alle sozialen Gelder streichen. Hoch, dass es unmöglich wird, diese Schuld jemals zu begleichen.
das Jung erkennst, kannst du es von dort dir holen, wo es heimlich wie gestohlen, nicht Gewalt und nicht Pistolen, ein Kritiker bleiben so. Wollen wir uns selbst befreien, muss das Geld ganz frei nun sein. Nicht das Geld ist in sich schlecht, nur der Zins ist nicht gerecht. Geld liegt da noch faul herum, wenn es nicht fließt und darum gehen wir dem Zins ankragen, werden ihn vom Geld wegjagen, werden es zusammen wagen. Freies Geld in Höchstauflagen, drucken im Geschäft tragen. Jeder weiß, Geld kann nicht stinken, Geld kann nur ein Zins ertrinken. Der zerstört das Gleichgewicht, jede Gesellschaft zerbricht und das Spekulanzgewicht. Zerrt den Geld, zerrt die Unwahrheit ans Licht, bringt den Dämon vor Gericht. Dann zeigt er sein wahr Gesicht. Schnell zerbricht, schnell zerbricht, schnell zerbricht, schnell zerbricht. Du wirst es einfach verstehen, er kann nicht selbst arbeiten gehen. Und hier im Lichte gesehen, dass die Reichen nicht ihr Geld, sondern dich für sich arbeiten gehen. Lass die Reichen nicht ihr Geld, sondern die für sich arbeiten gehen. Bricht und es bröckelt Schicht um Schicht, seh ich endlich dein Gesicht, wonach ich mich so gesehnt, hab ich eigentlich erwähnt, dass mein Auge wie schon trennt, hatte dich verloren geglaubt, durch die Lüge nachts geraubt, durch die Dreistigkeit der List, geht es schnell, dass man vergisst, doch ich hab dich so vermisst, unsere Fahne hochgehisst. Daran hast du erkannt, in welche Richtung du gerannt. Wie lang lief, wie sehr die Maske dich verseelt, dich zum ersten Mal gewählt. Daran aufgewacht und zu dir zurückgekehrt. Und nun feiern wie ein Freudenfest. Und das Ende der Lügen. Die Wahrheit ist, die uns befreit. Wenn die Maske fällt, beginnt die neue Zeit. Letztes Jahr, und genau an diesem Tag uraufgeführt, am Sonntagabend auf der Großkundgebung bei diesem Riesenrad in Konstanz. Wisst ihr es noch? Ja, die Liebe ist das Kind der Freiheit, die ich find, wenn ich stell mich in den Wind und seh, wie viele wir schon sind, wenn der Wind des Wandels weht und dann jeder für sich steht, seinen eigenen Weg nun geht, es wird bestimmt nicht zu schwer sein und wir sind ja nicht allein, wir brauchen nur ein bisschen Mut, die Freiheit ist ein hohes Gut, spielen Liebe aus der Wut und mit unserer Herzensnot gewinnen wir mit etwas Glück unsere Freiheit nun zurück. Die Freiheit ist, wie hoch die Freiheit wirklich zählt, spürst du erst, wenn sie dir fehlt. Doch nun haben wir sie erneut zurückgewählt. Und nun feiern uns befreit. Wenn die Maske fällt, beginnt die neue Zeit. Wenn die Maske fällt, beginnt die neue Zeit. Wenn die Maske fällt, beginnt die neue Zeit.
bin ich noch nie hinausgefahren. Die See ist rau, uns begegnen alle Wetter. Und in dem größten Sturm muss ich dir dann noch offenbaren. Ich bin leider kein Seemann, nur dein Retter. Doch wenn du dich an dieser Planke festhältst, halte ich dich. Denn keine Welle wird dich mir dann nehmen. Ich bring dich dann mit aller Kraft ans Land, ganz sicherlich. Und werd mich vor den Leuten ein wenig schämen.